Hallo zusammen. Hallo. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Marei on Tour. Wir sind wieder unterwegs und aktuell sind wir hier an der Kaiserpfalz von Tilleda, am Fuße des Gefäusergebirges. Die Pfalz von Tilleda ist die größte vollständig ausgegrabene Kaiserpfalz Deutschlands. Wir kennen das noch aus unseren Jugendtagen, wo wir hier auch die Ausgrabungen zum Teil haben mit beobachten können. Heute sind diese im Wesentlichen abgeschlossen und auf den Grundmauern, die man damals freigelegt hat, sind heute so Nachbauten quasi errichtet, wie hier hinter uns das Tor. Wir wollen uns also hier umschauen und laden euch ein. Kommt einfach mit. Auf geht's! Genau. Vom Parkplatz unterhalb des Gefäuserdenkmals starten wir unsere Wanderung, besuchen allerdings zunächst einmal das Denkmal selbst. Die Bilder dazu seht ihr in unserem Anreisevideo nach Skandinavien. So, und von hier aus treten wir jetzt unsere Wanderung zur Kaiserpfalz von Tilleda an. Auf geht's! Auf diesem Picknickplatz aus Mühlsteinen genehmigt sich Marlies zunächst einmal einen Luftlikör. Sehr bekömmlich. Kriegt man keinen dummen Kopf. Wir kommen in ein Gebiet von Streuobstwiesen, alles Kirschen. Und von hier direkt in die Goldene Aue, der Kornkammer des Kaiserreichs vom Kaiser Barbarossa, Friedrich II. Entsprechend der Streuobstwiesen heißt das Café hier auch Kirschcafé. Hier kehren wir erst einmal ein. Wir lassen uns eine ganz leckere Schwarzwälder Kirschtorte und einen Eiskaffee schmecken. Nur wenige hundert Meter von hier befindet sich das Freiluftmuseum, die Kaiserpfalz Tilleda. Unseren Rundgang beginnen wir am Zangenturm. Freilich ein Nachbau, aber imposant sieht der schon aus. Dieser Zangenturm ist so der Zugang zum Wirtschaftstrakt der Pfalz, deren Entstehung auf das 7. Jahrhundert nach Christus zurückgeht. Die Pfalz liegt unterhalb des Kyffhäusers und damit auch in Sichtweite der Burg Kyffhausen, die quasi die Schutzburg ja auch für die Pfalz war. Ja, zu der Zeit, als die als Kaiserpfalz so richtig in Betrieb war, herrschten solche Bauten hier vor, mit Holzpfählen quasi.
die dazwischen mit einem Lehm-Stroh-Gemisch ausgekleidet waren, so als Wände. Das hatte eine fantastische Dämmung und eine sehr lange Haltbarkeit. Und natürlich für heutige Zeiten sehr interessant, außerordentlich nachhaltig. Der CO2-Abdruck dürfte sehr klein gewesen sein. Dieses Langhaus haben wir vorhin schon mal gesehen. In ihm sind verschiedene Ausstellungsstücke, wie beispielsweise hier dieser Webstuhl untergebracht, aber auch Dinge vom Töpferhandwerk. Also alles von Handwerkern, die zu damaliger Zeit hier in der Pfalz tätig waren. Lauter Bienen. Und hier ist eine Schmiede der damaligen Zeit mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen dargestellt. An dieser Stelle hier ein Kornspeicher. Die Marlies hat gerade noch die Bäckerei entdeckt. Na gut. Gut, gehen wir weiter. Das ist Versammlungsraum oder sowas. Eine Grillstelle hat es auch und Bogenschießen kann man auch. Schön. Hier laufen wir auf das Haupttor zu. Die Pfalz untergliederte sich also in verschiedene Bereiche. Wir sagten ja vorhin schon den Wirtschaftsteil und kommen hier nun eigentlich in den Wohnteil der hohen Herrschaften, also der Kaiser bzw. König mit seinem Gefolge. Und hier hat wohl mal eine große Pfostenhalle gestanden. Davon sind natürlich nur ein paar Ecksteine so übrig geblieben. So könnte sie mal ausgesehen haben. Die Abgrenzungen und Hindernisse bestanden also nicht aus massiven Mauern, sondern eher aus solchen Wellen, durch die dann quasi das Haupttor hindurchgeführt hat. Und das schauen wir uns jetzt mal noch ein bisschen näher an. Ja, nun verlassen wir also auch wieder die Hauptburg und müssen wieder dort hoch, wo das Gefäuserdenkmal thront. Okay, damit können wir also auch das Video für heute beenden. Würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Marei on Tour. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.